In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich wollte ehrlich gesagt heute aufnehmen, wir waren nämlich wieder in der Stadt, aber ich habe meine Speicherkarte zu Hause vergessen, weil ich gestern 3 Videos bearbeitet habe. Ja, ich wollte euch aber zeigen, was wir gekauft haben. Und zwar haben wir für Audel jetzt Boxershorts gekauft. Die sind von Calvin Klein. Da haben jetzt 3 Stück 40 Euro gekostet. Dann hat Lina Kirschen bekommen. Lecker. Dann habe ich mir gedacht, wir fliegen ja in der Nacht. Und ich bin mir sicher, in der Nacht ist es ein bisschen kühler und ich habe keine Hosen. Und ich will auch keine Strumpfhose anziehen, weil das überall dann zwickt. Und im Flugzeug bin ich dann, das ist halt nicht so bequem, ne? Dann waren wir kurz bei Zara und da habe ich diese Hosen entdeckt. Die haben jetzt pro Stück 19,95 gekostet. Die sind durchsichtig, sieht man auch. Aber Leute, die sind so bequem. Die sind ein bisschen zu lang, aber die sind so bequem. Das ist jetzt Größe M. Und das, mein Babybauch sieht so schön aus da drin. Das habe ich auch einmal in Schwarz gekauft. Das ist einmal in Schwarz auch für 20 Euro. Und dazu habe ich dieses Top gekauft. Das kostet 15,95. Das ist auch Größe M. Richtig schön. Ja, und das war's auch. Mehr habe ich nicht gekauft. Ich wollte davon auch das in Beige kaufen, aber ich dachte mir erstmal, das reicht. Was haben wir noch gekauft? Wir waren kurz bei Rossmann. Da haben wir Klopapier gekauft. Wir haben nur noch eine Rolle da. Das kann ich auch einordnen. Dann habe ich gekauft so ein, von Sunosen so ein Sonnenölspray. Für intensive Tiefenbräune, Sofortschutz und wasserfest. Genau, was noch? Wasser hatten wir noch im Auto, haben wir mitgenommen. Dann hat Lina Wassermelonen bekommen. Und Wasser haben wir gekauft. Oh, es ist, wir haben heute 30 Grad in Köln. Heute ist übrigens Montag. Und in 3 Tagen geht es für uns los. Wir sind schon total aufgeregt, freuen uns. Wir gehen heute nochmal die Koffer durch. Ich muss heute die ganze Wohnung, also den Boden wischen. Ja. Ansonsten gibt es eigentlich nichts Neues. Also wir haben nicht viel gekauft. Ja. Heute koche ich auch nicht, weil wir haben noch Lachmalchen von gestern. Nächstes Jahr Wassermelone. Oh, der Kolben. Wir reden mal. Hier. So, das? Aber nur 2 Stück, ja? Iktane. Ja. Nee, Rick hier. Wenn ich es aufkommen würde. 2 Stück. 1, 2. 1, 2. Ich mache jetzt einen Salat für den Lahmacun. Den Silex habe ich noch nicht sauber gemacht, weil ich mir dachte, ich muss sowieso die Türkspitze aufwärmen. Genau. Und wir haben uns heute schon mit Auda hingesetzt und überlegt, Auda darf ja nach, in den Iran fliegen, dass wenn unsere Familie aus dem Irak nicht kommen kann, falls es halt nicht klappt oder so, dass wir nach Iran fliegen. Doch, ja. Weil da haben wir auch Familie, also Audash. Und Hauptsache, wir können die endlich kennenlernen. Das machen wir dann auch direkt. Da müssen wir auch kein Hotel oder so zahlen, weil wir bei der Familie wohnen. Aber wenn die halt keinen Platz haben, würden wir natürlich im Hotel schlafen. Ne? Ich bin mal echt gespannt, wie das Leben im Iran ist. Ich habe schon so viele Dokus gesehen. Und Audash meinte auch, man muss da so ein, nicht so ein Kopftuch anziehen, aber so ein, man muss halt verschleiert. Nicht komplett verschleiert, sondern die Haare sieht man ja, ne? Also, ihr wisst, was ich meine. Jetzt mache ich erstmal hier den Salat. So, wir waren gerade bei Rossmann einkaufen für den Urlaub ein bisschen noch. Und ich muss noch was ausdrucken. Und jetzt darf ich nur noch ein bisschen schaukeln und dann gehen wir auch nach Hause. Willst du nicht da drauf? Nein.
Willst du woanders drauf? Wo denn? Ja, das geht nur zu zweit. Nein. Ups. Bin halt der? Bin? Und Tisch? Nein, du musst dich hier hinsetzen. Ja. So, ihr Lieben, wir waren gerade bei Rossmann und bei der Apotheke. Ich benutze eigentlich Femibion 1, ne? Eigentlich. Und jetzt haben mir voll viele geschrieben, das ist total unnötig, kauft dir lieber Folio. Das ist genauso gut. Das Wichtigste, Folsäure, Jod, Vitamin D3, Vitamin B2, mit Vitamin B12 sind da drin enthalten. Ja, Omega kann man ja auch bei DM kaufen. Und das kostet eiskalt nur 7 Euro. Da sind 90 Tabletten drin. Das heißt, das reicht für 3 Monate. Hätte ich jetzt für 3 Monate Femibion 2 gekauft, hätte ich über 120 Euro bezahlt, denke ich mal. Oder? Nee, so viel nicht, aber knapp 100 Euro. Ja, das ist auch perfekt, also praktisch für den Urlaub. Das kann ich in meine Tasche packen. Dann habe ich mitgenommen Paracetamol. Das ist ja das Einzige, was man in der Schwangerschaft nehmen darf. Und falls ich dort Zahnschmerzen oder Kopfschmerzen bekomme, dann nehme ich das. Eis. Mmh, lecker, Blaubeereis. Dann total lieb hat die Frau mir Fußballpflaster gegeben. Und das passt perfekt, weil... Da sieht man, dass wir aus Deutschland sind, falls wir uns verletzen. Ich hoffe natürlich nicht. Nee, das ist aber perfekt für die Handtasche, finde ich. Und ich habe gar keine Pflaster in der Größe. Ich habe nur diese langen. Und da hätte ich jetzt eine Schere mitbringen müssen und sonst was. Deswegen passt das perfekt. 8 Stück. Dann habe ich mitgenommen hier dieses Wasserspray. Das ist jetzt mit Kokos. Habe ich zweimal. Und ich bin gespannt, wie das erfrischt Gesicht und Körper. Auch zur Make-up-Fixierung. Oh, riecht das gut. Lina, willst du auch? Oh, das riecht so gut, Leute. Oh mein Gott. Ich hab das gekostet, keine Ahnung. Wenn der habt du. Ei, Böne ab? Nein, Böne ist nicht ab. Gesehen, wenn ich guck hier. Dann hat Lina sich das hier ausgesucht: Blubbersalz Vulkanland. So mit Vanille. Dann habe ich, falls ich mich ekeln sollte, auf irgendeiner Toilette in der Türkei. Desinfektionstücher mitgenommen, weil wenn man muss, dann muss man. Und dann habe ich für die Tiere, die da leben, auch was mitgenommen, und zwar Leckerlis. Einmal für die Katzen, 3 Packungen. Ich weiß jetzt nicht, ob die gut sind. Also ob die... Das ist auf jeden Fall Truthahn und Lamm. Und zuckerfrei. Ich denke mal, das darf jede Katze nehmen, oder? Ich habe mir das gar nicht durchgelesen, ehrlich gesagt. Und dann habe ich das genommen. Das hat nämlich unser damaliger Hund, den wir vor 5 Jahren hatten, sehr, sehr gerne gegessen. Und zwar ist das von Frohlich mit Rind. Das kennen bestimmt total viele. Das lieben die Hunde. Ja, das habe ich jetzt auch mitgenommen. Das nehmen wir dann immer mit, wenn wir unterwegs sind. Weil in der Türkei ist das so, dass sehr viele Hunde und Katzen auf der Straße leben. Und dann, wie viel kostet so ein Ding? 65 Cent? Das tut es nicht weh. Ja, das war's auch. Mehr habe ich nicht gekauft. Nein, Mama. Nee, Mama. Das? Aber ja, man kann auch Müsli. Zu viel ist auch nicht gut. Das sieht voll verschwitzt aus, ne? Wir sind gerade losgegangen und ich bin zu Fuß gegangen. Was war das für ein Doll? Ja, wir sind ja gerade zu Fuß gegangen. Gelaufen und es hat auf einmal angefangen zu regnen. Boah, das war so scheiße und es hat so richtig angefangen zu regnen. Aber es war auch schön und jetzt ist es total. Die Feuchtigkeit ist natürlich angestiegen draußen. Ekelhaft, das Wetter ist einfach nur ekelhaft. Wir sind wie Schwitze, also ich musste mich erstmal hier jetzt waschen. Und dann packe ich noch hier die restlichen Sachen in meinen Koffer. Wie man sieht, sehe ich total K.O. aus. Ich habe. Die ganze Zeit muss ich mein Auge jucken. Ich weiß nicht warum. Denn nein, das ist keine Allergie. Definitiv nicht.
weil ich habe eigentlich gar keine Pollenallergie. Und dann wird das jetzt nicht. Das ist nur heute so gewesen. Ich weiß nicht, warum beide Augen jucken. Ja, aber den habe ich jetzt losgeschickt. Der hatte seit heute Morgen Lust auf chinesische Nudeln, also gebratene Nudeln. Und ich habe gesagt, ich habe jetzt auch Hunger. Wenn du möchtest, dann hol uns kurz chinesische Nudeln. Jetzt ist der gefahren. Nina sitzt hier übrigens nackt in Unterhose. Esst ihre Wassermelonen von heute Mittag und sie geht jetzt auch gleich schlafen. Wir haben gleich 10 Uhr. Und danach machen Auda und ich uns einen schönen Abend. Soll ich lauter machen? Sie sagt, pieps, pieps, sagt sie zu mir. Oh, Lina, du bist echt Banane. Du musst dich aber gleich anziehen. Ich habe so Stiche hier an meinem... Oh, wie nennt man das? Hier. Unter meinem Bauch. Aber nur auf der einen Seite. Heute auch. Ich bin ein bisschen zu schnell gelaufen. Und dann habe ich direkt Stiche bekommen. Oh, da ist mein Schätzelein. Genau, ja. Unser Koffer ist auch fast gepackt. Ich muss nur noch Unterwäsche reinpacken. Ich habe Auda übrigens erzählt, dass ich Katzen- und Hundefutter mitgenommen habe. Und meiner Mama auch. Und meine Mutter meinte, es gibt gar nicht so viele Hunde mehr auf der Straße. Und dann meinte ich, ja, wenn wir keine Hunde auf der Straße sehen, dann gebe ich das irgendeinem Besitzer, den ich auf der Straße sehe. Kann ich ja machen, ne? Ja. Morgen gehen wir den Koffer nochmal komplett durch. Und dann werden wir nochmal die letzten Sachen kaufen. Aber ich glaube, wir müssen nichts mehr kaufen. Und das war's auch. Und dann fliegen wir übermorgen. Also noch 3 Tage und 2 Stunden. Ja. Oh, wir fliegen ja auch in der Nacht, ne? Ich bin echt gespannt, wie das wird. Aber als wir nach Sivas geflogen sind, da sind wir ja insgesamt 9 Stunden oder 10 Stunden geflogen. Da mit Wartezeit mehr 15 Stunden bestimmt. Und deswegen machen wir das locker. Also wir schaffen das locker. Und was ich noch sagen wollte, ich habe nach den Tickets geguckt, nach Iran. Im September kosten die 1000 Euro für 3 Personen, 2 Wochen. Ja, aber Auda meinte, das ist langweilig dort. Aber ich meinte, das ist egal. Der meinte auch, ich würde auch alleine fliegen, aber ich meinte, nee. Ich fliege dann mit dir. Und dann spare ich das Geld, was ich sozusagen über YouTube verdiene und schenk uns das dann. Ja, genau. So, jetzt ziehe ich aber Lena langsam an, weil sie muss schlafen und dann melde ich mich gleich nochmal bei euch. So, das Essen ist da. Wir haben einmal eine Suppe. Ich kann es nicht aufmachen. Dann haben wir... Haben wir beide das gleiche? Mhm. Okay. Das ist bestimmt scharf. Und das sind unsere Nudeln. Oh, das ist noch so heiß. Oder nicht? Nee, komm. Das ist Champignonsuppe. Champignons und Hähnchen. Probier mal. Sehr lecker. Echt jetzt? Mhm. Mmh. Ist aber scharf, ne? Ein bisschen. Huhu. Der brennt im Hals. Ich hasse ja Champignons, aber Hähnchen ist gut. Hast du einmal gesagt, dass ich, wenn ich nicht gekommen habe, einmal hast du gesagt? Alter, redet der extra so kaputt oder ist der? Nee, der ist echt kaputt. Mmh. Ja, manche Sachen schmeckt gut. Ist es scharf? Nein.